Als dieser Mann einen in seinem Hinterhof vergrabenen Safe öffnete, traute er seinen Augen nicht. Und es dauerte nicht lange, bis die Polizei vor seinem Haus stand. Schau weiter, um herauszufinden, warum. Wir alle denken, dass wir unser eigenes Zuhause gut kennen. Nach ein paar Jahren glaubt man, jeden Winkel erkundet zu haben und dass es nichts Neues mehr zu entdecken gäbe. Matthew Emmanuel und seine Familie dachten das auch. Aber als sich eines Tages herausstellte, dass eine alte Kiste viel mehr als nur Müll war, wurde ihnen klar, dass sie sich geirrt hatten. Matthew Emmanuel lebte mit seiner Frau und seinem Sohn auf Staten Island, einem Stadtbezirk von New York City. Genauer gesagt in Todd Hill, einer der wohlhabendsten Gegenden. Dass sich dort eine so ungewöhnliche Geschichte abspielen würde, konnte niemand ahnen. Die Familie war ständig dabei, ihr Haus zu renovieren oder umzugestalten, um es noch gemütlicher und schöner zu machen. Sie hatten so ziemlich alles verändert, bis auf ihren Garten. Da sie sich hauptsächlich auf das Innere des Hauses konzentrierten, war der Garten nie wirklich ein Thema gewesen. Und obwohl sie ihn sauber hielten, gab es eine Ecke im Hinterhof, die sie nie in Ordnung gebracht hatten. Schon beim Einzug war dem Paar ein ungewöhnlicher Metallkasten aufgefallen, der zwischen einigen Bäumen versteckt war. Aber da der größte Teil davon unter der Erde lag, konnte man nur einen kleinen Teil sehen. Matthew nahm an, dass es sich um eine Art Stromkasten handelte. Aber schon bald sollte er erfahren, dass es etwas ganz anderes war. Nachdem ein Reh ein paar Bäume angeknabbert hatte, beschloss Matthew, sie durch Bambus zu ersetzen. Jetzt war der Kasten sehr auffällig, da er nicht mehr vom Laub bedeckt war. Da er immer neugieriger wurde, begann Matthew, ihn auszugraben. Bauarbeiter sahen, was er tat und fragten ihn, ob er Hilfe beim Öffnen der Kiste bräuchte. Als sie das Ding umdrehten, entdeckten sie, dass es ein Zahlenschloss hatte. In Sekundenschnelle wurde ihnen klar, womit sie es zu tun hatten. Es war ein rostiger alter Safe. Matthew versuchte, ihn zu schütteln, aber er hörte nichts. Schließlich brachen sie ihn auf und sie trauten ihren Augen nicht. Darin fanden sie nasses Geld und einen Haufen teuren Gold- und Diamantschmucks in Plastiktüten. Hunderte Scheine, Schmuck, Diamanten, Verlobungsringe, Dutzende von Ringen, Gold mit Jade. Es war atemberaubend, erzählte Matthew. Es gab Stapel von 100-Dollar-Scheinen, die aneinander klebten und aufgeweicht waren. Insgesamt schätzte Matthew den Wert des Schmucks auf 16.000 Dollar und die Dollarscheine, die er nicht voneinander trennen konnte, könnten bis zu 5.000 Dollar wert sein. Es ist unglaublich, es ist wie ein wahr gewordener Traum, sagt Matthew. In dem Safe befand sich auch ein Stück Papier mit einer Adresse ohne Namen. Matthew und seine Familie fanden heraus, dass sie zu einem Gebäude in Brooklyn gehörte. Ironischerweise wohnte der Besitzer des Gebäudes nur ein paar Häuser weiter in Staten Island. Sie waren also Nachbarn. Matthew ging sofort zu den älteren Herrschaften und fragte sie, ob ihnen jemals jemand etwas gestohlen hatte. Sie erzählten ihm, dass ein Ninja-Einbrecher einen Safe aus der Wand gerissen hatte und weggerannt war, als die Cops kamen. Nach Angaben der New Yorker Polizei wurde am Tag nach Weihnachten 2011 ein Einbruch im Haus der Nachbarn gemeldet. Das Einzige, was gestohlen wurde, war der Tresor. Darin befanden sich eine große Menge Bargeld, Schmuck und andere Gegenstände im Wert von etwas mehr als 52.000 Dollar. Sie glauben jetzt, dass der Einbrecher den Safe über den Zaun geworfen haben muss, als er entkam. Matthew sagte, dass seine Nachbarin zitterte, als er ihr sagte, dass sie ihren Safe gefunden hatten. Die ältere Frau ging zu Matthews Haus, wo sie die gestohlenen Schätze sah. Als sie ausgeraubt wurde, hatte die Polizei ihr gesagt, dass sie ihre Sachen nie wiedersehen würde. Aber jetzt, so viele Jahre später, war sie endlich wieder mit ihren Sachen vereint. Und weil er seiner Nachbarin helfen wollte, packte Matthew sie für sie säuberlich ein, damit sie sie mit nach Hause nehmen konnte. Auf die Frage, warum sie die Beute nicht für sich selbst behalten haben, sagte seine Frau Maria: "Why did you return it? But it wasn't even a question. It wasn't ours." Das war gar keine Frage. Es gehörte uns nicht. Und Matthew fügte hinzu: "Die Belohnung ist Karma, gutes Karma." Wie schön muss es sein, so nette Nachbarn zu haben. Auch in dieser Geschichte wurde die Polizei in einen ungewöhnlichen Hinterhoffund verwickelt.
Mark Reed ist ein ehemaliger Reporter der Los Angeles Times. Im Beruf hatte er schon viele ungewöhnliche Ereignisse erlebt, aber die Überraschung seines Lebens kam, als er einen Blick in einen Tresor unter seinem Whirlpool im Hinterhof warf. Zu dieser Zeit ließ Mac sein Grundstück von einem Solartechniker begutachten, bevor er Solarmodule auf seinem Dach installierte. Er erzählte ihm von dem unbenutzten Whirlpool, den er lange nicht mehr angerührt hatte. Als sie die Luke öffneten, sahen sie einen seltsam aussehenden Seesack. Mac hatte die Tasche noch nie in seinem Leben gesehen. Und als er sie öffnete, musste er nach Luft schnappen. Sie enthielt nicht weniger als 61 Gläser, Tüten und vakuumversiegelter Pakete, gefüllt mit Marihuana im Wert von $175.000. Plötzlich überkam ihn die Angst, als ihm der Ernst der Lage bewusst wurde, jemand würde dafür womöglich zurückkommen. Mac rief sofort die Polizei an, um den Fund zu melden. Aber es dauerte mehr als 1,5 Stunden, bis sie kamen und die illegale Ware in ein Polizeifahrzeug packten und wegfuhren. Nachdem die Drogen verschwunden waren, hinterließ ein vorsichtiger Mac einen Zettel für den Besitzer des Rauschgifts am Whirlpool. »Wir sind darüber gestolpert und haben die LAPD angerufen. Sie haben es beschlagnahmt und beobachten jetzt den Ort. Tut uns leid«, stand auf dem Zettel, dem ein Foto beigefügt war, das Mac von der Polizei gemacht hat, als sie den Fund in seinem Garten begutachteten. Was hättest du an Macs Stelle getan? John Sims. Manchmal mischt sich nicht nur die Polizei in einen Hinterhoffund ein, sondern sogar die Armee, zumindest scheint es so. Als John Sims ein Haus von seinem Freund kaufte, wurde er in ein ziemlich cooles Geheimnis eingeweiht. In seinem Hinterhof könnte ein Bunker aus der Zeit des Kalten Krieges sein. Den Bauunterlagen zufolge wurde dort 1961 ein solcher Bunker errichtet. Das mag verrückt klingen, ist es aber nicht, denn während des Kalten Kriegs gab es in Amerika einen regelrechten Bunkerbauwahn. Alles in allem klang die Geschichte also plausibel. Aber obwohl Johns Freund schon immer neugierig gewesen war, hatte er sich nie auf die Suche danach gemacht. Würde John der Erste sein, der endlich die Wahrheit herausfindet? Mithilfe eines Beraters, der Metalldetektoren benutzte, fand John die Stelle, an der er beginnen sollte. Er fing an, in der Erde zu graben und hatte bald den Jackpot geknackt. Sie waren auf die Metallkappe gestoßen, die den Eingang abdeckte. Als Hauptmann der örtlichen Feuerwehr kennt John die Gefahren, die von engen Räumen ausgehen, vor allem von solchen, die seit über einem halben Jahrhundert nicht mehr betreten wurden. Obwohl er aufgeregt war, beschloss er, mindestens einen Tag zu warten, bevor er das Innere erkundete. Als er den Bereich für sicher genug hielt, stieg er die Wendeltreppe hinunter. »Ich hatte wirklich gehofft, dass es ein kleiner Mikrokosmos sein würde, eine Zeitkapsel voller Kisten für den Zivilschutz, Strahlungsdetektoren, Feldbetten und so weiter«, sagte John. Aber stattdessen fand er sich in einem mit Trümmern gefüllten Kugelbunker aus Fiberglas wieder. Auch wenn John nicht auf aufregende Dinge gestoßen war, freute er sich dennoch über seinen Fund. Jetzt würde er den Bunker als Versteck für sich selbst nutzen können. Also machte er sich an die Arbeit. Er beseitigte den Schutt, goss einen Betoneingang und reparierte die Treppe. Er stattete den Bunker sogar mit einigen echten Artefakten aus, die er aus dem Atombunker einer örtlichen Highschool gekauft hatte. So viel zum Thema Authentizität. Nicht viele Menschen können sagen, dass sie ein Stück Geschichte in ihrem eigenen Garten haben. Und als John sein Haus kaufte, konnte er nicht ahnen, was er in seinem Garten finden würde. Jack Sinclair. Als dieser 10-jährige Junge anfing, in seinem Garten zu graben, stolperte er über die Entdeckung seines Lebens. Der Junge will Archäologe werden und es scheint, als ob seine Karriere mit einem Knall beginnt. Eines Tages grub sein Vater im Garten eine Baumwurzel aus, als Jack etwas Seltsames bemerkte. Er ging hin, um es sich genauer anzusehen und war sprachlos und aufgeregt zugleich. »Ich dachte, es sei ein Stein«, sagte er. »Aber als ich den Schlamm entfernte, merkte ich, dass es eine Kanonenkugel war.«
Jacks Heimatstadt Southwell ist eng mit dem englischen Bürgerkrieg verbunden und als sie das Artefakt zu einem nahegelegenen archäologischen Forschungszentrum brachten, konnten Historiker die Herkunft der Kugel bestätigen. Die Kanonenkugel ist aus Eisen und wiegt 3,6 Kilo. Experten gehen davon aus, dass sie ursprünglich von einer vierläufigen Kanone während des Krieges abgefeuert wurde. Wie du dir denken kannst, hat der beeindruckende Fund Jacks Interesse an der Archäologie nur noch weiter verstärkt. Ich kann mir vorstellen, in Zukunft noch etwas anderes zu finden. Alle meine Freunde sind beeindruckt, sagt er. Wir alle haben als Kinder davon geträumt, Schätze oder geheime Bunker in unserem Garten zu finden. Über welche ungewöhnlichen Funde bist du schon gestolpert? Teile sie in den Kommentaren. Ich würde gerne deine Geschichten hören. Wir sehen uns morgen zu einem weiteren interessanten Video.